Wenn du wirkliche Kopfschmerzen hast und die Wände hochgehen willst, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Guten Morgen. Klar, gibt's Pillen. Aber heute zeige ich dir Yin Tang, Sansu, Yingxiang und noch drei andere. Jiangsu, Higu und nicht zu vergessen Shuaigu. Altes Wissen aus Asien. Du kannst, wenn du willst, einen riesigen dicken Wälzer für 168 Euro bei Amazon kaufen. Aber hier heute gibt es den Crashkurs gegen Kopfschmerzen. Ich freue mich total, das mit dir heute zu teilen. Seit 7 Jahren wende ich die Marmapunkttherapie bei mir selber und auch bei anderen an. Aber erst jetzt habe ich die Verbindung zur traditionellen chinesischen Medizin geschaffen und meine Entspannungs- und energetische Reinigungsübung aus dem Ayurveda ist nun auch das erste Hilfemittel bei Kopfschmerzgeplagten in meiner Umgebung und natürlich auch bei mir. Also wenn du selber keine Kopfschmerzen hast und darunter nicht leidest, so ist es trotzdem wichtig, dieses Video zu schauen, weil du kannst anderen Menschen, die jetzt gerade unter Kopfschmerzen leiden, Linderung verschaffen und so etwas Schönes in die Welt tragen. Es ist auch nicht so kompliziert, es ist einfach nur Akupressur und falls das jetzt im Laufe des Videos zu viele Informationen sind, dann kannst du das Video auch einfach immer in die Favoriten speichern und oder indem du es dir jetzt gar nicht anguckst, sondern wenn jemand Kopfschmerzen hat, dann drauf zugreifen. Akupressur ist eine nahezu völlig ungefährliche Methode, seine eigenen Energiebahnen, die sogenannten Meridiane, zu unterstützen und so die Fokus auf seine oder die Gesundung eines anderen zu lenken. Und viele machen das schon automatisch. Wer Kopfschmerzen hat, der reibt sich häufig so irgendwo am Kopf, so direkt schon seinen Schmerz irgendwie aus. Und das ist nichts anderes als Akupressur, intuitive Akupressur. Es ist etwas völlig Natürliches. Du erfährst von diesen alten Heilmethoden leider mittlerweile immer weniger, weil keiner kann so richtig damit Geld verdienen. Also legen wir direkt los. Alle Übungen immer eine Minute lang durchführen. Wenn du natürlich merkst, eine Übung ist besonders effektiv gegen die Schmerzen, dann natürlich länger als die eine Minute, dann tut sie dir gut. Nur nicht dogmatisch werden. Nach 6 Minuten, also nach den 6 Übungen, sollte ein deutlicher Unterschied in den Schmerzen zu spüren sein. Es geht los mit Yin Tang und das macht man generell alles immer mit 2 oder auch mit 3 Fingern, je nachdem was sich für dich besser anfühlt. Und Yin Tang, das ist die Stelle zwischen den Augen. Ich werde wahrscheinlich hier noch ein Bild hin machen oder hier, je nachdem, damit du den Punkt noch ganz genau erkennst, wo das ist. Also fasse zwischen meine Augen oder den Augen deines Gegenübers. Du drückst mit den 2 Fingern drauf, dieses mittlere, das, man nennt das hier auch das dritte Auge, kennt sicherlich der ein oder andere, also dieser Punkt. Und man macht so mittleren Druck, würde ich sagen, und Kreisbewegung. Und dann immer stärker. Also dass richtig starker Druck hier drauf liegt. So. Und dann, nachdem man das eine Zeit lang gemacht hat, drückt man 2-3 Sekunden mit den Fingern auf das Zentrum drauf, also man hat so einen Kreis und dann innerhalb des Zentrums drückt man drauf und lässt dann los. Und das machst du 6 Mal, kannst du dir gut merken, 6 Übungen und 6 Mal diese innerhalb einer Minute diese Kreisbewegung und drücken und dabei visualisierst du etwas. Du visualisierst, wie du diese Schmerzensenergie, was natürlich total unwissenschaftlich ist, aber es hilft und wer hilft, gewinnt oder hat recht. Diese Schmerzensenergie, die visualisierst du, die du quasi durch deine Meridiane hier bündelst. Du schaffst so einen kleinen Energiestrudel, ne? Und dann drückst du diesen Strudel energetisch nach unten und erzeugst Druck. Das sind die was ich gesagt habe, so die 2-3 Sekunden Druck erzeugen. Und dann lässt du den Finger los. Und diese Schmerzensenergie poppt sozusagen kurz nach außen und quasi durch deine Haut durch, das visualisierst du und dann tust du mit den Fingern dann wegwischen. Also nochmal. Und Visualisierung ist dabei sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und teile das, wenn du das an einem anderen anwendest, den auch mit, was du gerade tust und dass der das auch visualisieren soll. Und
das ist einfach wichtig, weil diese Visualisierung ist auch irgendwo eine Energieform, die diesen Prozess unterstützt. Wir können wissenschaftlich sagen, das könnte ein Placebo-Effekt sein, oder wir könnten auch wissenschaftlich korrekt sagen, wir wissen nicht, was da genau passiert energetisch, und ja, und wenn es hilft, wunderbar. Das zweite, Sansu. Das sind die zwei Punkte an dem inneren Ende deiner Augenbrauen. Ich werde wahrscheinlich jetzt wirkliche Bilder einblenden. Die Übung ist halt immer wieder dasselbe. 6-mal machen und dann abstreichen. Die dritte Übung ist Yin-Xiang. Und das ist absolut mein Favorit, denn hier tue ich persönlich an mir den stärksten Effekt feststellen. Du findest den Punkt, wenn du mittig von deinen Augen nach unten gehst und so ein kleines Grübchen zwischen Oberkiefer und Wangenknochen findest. Also der Wangenknochen ist ja dieser hier, kann ich das durch die Haut schlecht zeigen. Der Oberkiefer ist der hier und da gibt es halt mittig zwischen den Augen hier irgendwo so ein Grübchen. Ne? Und genau, den müsst ihr dann eben finden. Ja. Dann das vierte ist Tianzu. Das ist hinten am Kopf, kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das ist unterhalb der Höhe der Ohren und dort, wo die Wirbelsäule beginnt. Dann der fünfte Punkt ist Shuaigu. Und das ist ca. 2-3 cm hinter der Haarlinie mittig über deinen Ohrlöchern. Du findest sie, wenn du auch wieder so ein leichtes Grübchen im Kopf spürst. Ja, du wirst es sehen. Also ich hoffe, ich tue das bildlich hier sehr gut darstellen, dass du das auch findest. Und das sechste ist Higu. Dieser Punkt ist nicht am Kopf, sondern an der Hand. Und dieser Punkt ist magisch. Dieser Punkt ist absolute Magie. Denn dieser Punkt ist nicht nur gegen Kopfschmerzen gut, sondern vor allem gegen Rückenschmerzen. Und das ist über Jahrzehnte hinweg mein großes Problem gewesen. Der Punkt ist zwischen Daumen und Zeigefinger, ca. 1 cm über dem Punkt, wo die Knochen von Daumen und Zeigefinger ja, sich berühren oder aufeinandertreffen, ja, ungefähr, also wo man das vermutet. Und das ist der Punkt hier zum Beispiel und da jetzt 1 cm drüber, also hier. Und dann genau dasselbe. Ja? Probier das bitte bei dir und auch bei anderen aus. Das ist wirklich diese 6 Punkte und diese Art und Weise mit diesen Kopfschmerzen umzugehen, eine Bereicherung für das Leben von so vielen Menschen. Und selbst wenn du der Meinung bist, das hilft nicht und du machst es trotzdem, du wirst das Feedback erhalten von anderen Menschen, das ist trotzdem schön, das ist trotzdem entspannt. Einfach weil du dem anderen Menschen so ein wenig Energie gibst, weil du dich um den anderen Menschen sorgst, um den anderen Menschen kümmerst. Das ist eine ganz wunderbare Art und Weise, die mittlerweile leider viel zu kurz kommt in unserer Gesellschaft, dem anderen zu zeigen, hey, ich kümmere mich um dich, ich massiere dir, ich gebe dir eine kleine Kopfmassage zum Beispiel. Aber für Kopfschmerzen ist es das Nonplusultra, zumindest was Akupressur angeht. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen. Wenn ihr jemanden kennt, der unter Kopfschmerzen leidet, dann teilt dieses Video oder teilt das generell bei euch auf Facebook. Umso mehr ihr das teilt, umso mehr kann ich, ja, auf diesem Kanal noch mehr Wissen und noch mehr Inspiration in die Welt tragen, und da freue ich mich total drauf, weil das ist mein Leben. Wir sehen uns morgen wieder, euer Samu.